Und wieder zurück bei Kingdom Come Deliverance. Wir sind endlich auf dem Weg, die Turniere mal freizuschalten und auch mal eins zu erleben. Ja, mach einfach den Mund auf und guck nach oben. Meine Güte, einfache Lösungen für einfache Probleme, aber das kennen die Bauern hier nicht. Nein, man muss ihnen immer einen Kelch mit Wein hinterhertragen, den feinen Herren. So, ja, wenn ich hier mal Vogt wäre, dann wäre die ganze Sache wieder anders. So, ich muss mal gerade gucken, wie sieht's denn aus? Hier, Tote reden nicht, versuche herauszufinden, genau. Und Fundsachen, das ist ja egal. Das ausgebüxte Pferd lassen wir mal weg, den Epilog schalte ich auch mal aus. Rataya-Turniere. Morgen findet in Rataya ein Turnier. Such am Morgen den Herold auf, wenn du teilnehmen möchtest. Okay, wie viel Uhr haben wir denn? Wir haben 15 Uhr. Ich möchte das ehrlich gesagt nicht verpassen, deswegen machen wir uns sofort auf den Weg nach Rataya. Bevor wir da zu spät ankommen oder gar nicht mehr ankommen. Nee, das riskiere ich jetzt nicht mehr. Ich will jetzt Turniere sehen. Turniere, Turniere, Turniere. Und dann werden wir in Rataya nochmal was aus dem Töpfchen essen und werden dann bis zum Morgen warten und gucken, dass wir schnellstmöglich mit dem Herold reden. Ist es vielleicht auch deswegen, dass Herr Hanusch... Aber ich kann mir das nicht erklären, warum der Herr Hanusch dann in seinem Bett geblieben ist die ganze Zeit. Und der Herr Bernhard ja auch, die haben doch damit gar nichts zu tun. Also der Bernhard vor allen Dingen, der ist wichtig. Der muss draußen stehen, damit man mit ihm reden kann, damit man trainieren kann. Der bringt einem ja auch Skills bei. Das geht doch nicht. Das könnt ihr doch nicht machen. Ein Wanderer. Ein Wanderer in der Abenddämmerung. Hey, mein Freund. Schenkst du mir für einen Augenblick Gehör? Ja, aber gern doch. Was ist denn? Ich möchte dich zum Duell fordern, Herr. Ein kleiner, einvernehmlicher Kampf. Warum sollte ich mit dir kämpfen? Ad honorem, Freund. Für die Ehre. Für den Nervenkitzel. Ja, okay. Unter diesem Gesichtspunkt? Also, kreuzen wir die Klingen? Ja, aber gern doch. Aber worum kämpfen wir denn? Das ist eher um die Ehre, wird er also wieder sagen. Aber ganz ehrlich, das ist sehr ritterlich, sich einfach auf den Weg zu treffen und zu sagen, lasst uns um die Ehre kämpfen. Warum nicht? Ich kann etwas Übung gebrauchen. Ausgezeichnet. Ich sehe, du hast Schneid. So legen wir los. So, dann schauen wir mal, was er drauf hat. Ich glaube nicht so viel. Mhm. Für die Ehre! sorry. Hey, sorry. Tut mir leid. Steh auf. Er kann jetzt wieder dauern, bis der gute Mann aufsteht und bis wir mit ihm reden können, dass wir das Turnier gewonnen haben, dass wir hier schon klein geführt haben. Ja, es war ein kleines Turnier. Steh doch mal auf, Mensch. Du liegst hier mitten im Regen in der Wiese rum. Deine Rüstung rostet doch. Ich meine, wir könnten auch, es ist ja gerade keiner in der Gegend, oder? Ach, guck mal, er steht auf. Ehrenvoll gewonnen. Ja, genau. Hat auch gerade nicht vor, dich irgendwie zu töten oder so. Also insofern brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Keine alternativen Realitäten mehr. Ja, freut mich auch, dich zu sehen. Ich meine, wir haben uns eben erst kennengelernt, aber gut. Zieh deiner Wege, guter Mann. Ich brauche deine Rüstung nicht. Wenn ich jetzt Geldnot hätte, wärst du tot. Das möchte ich nur noch mal festhalten. So. Ist ja auch mal wichtig zu sagen. Ich glaube, wir sind irgendwo nördlich von Neuhof. Oder sind wir schon an Neuhof vorbei? Habe ich jetzt gar nicht mehr drauf geachtet auf der Karte. Nee, da hinten ist schon Ratei. Sehr schön. Ja gut, dann sind wir ja gleich da. Dann können wir nämlich vor Ort einfach warten. Tja... Und dann bin ich mal gespannt. Wir kriegen ja Ausrüstung gestellt fürs Turnier. Das heißt, reparieren müsste ich nicht unbedingt. Gespeichert wurde ja gerade nach der Quest. Und vielleicht können wir dann auch rausfinden, was mit dem Sohn passiert ist. Der ja von dem schwarzen Peter. Da hat man dem Sohn einfach den schwarzen Peter zugeschoben. Hihihihi. War voll der Witz. Ist lustig, musst du lachen. Ja, sorry, es ist sehr früh am Morgen und ich nehme auf, weil ich nicht mehr schlafen konnte. Das bedeutet... Die Witze werden nicht die besten sein. Ach guck mal, das sieht ganz anders aus als vorher. Jetzt ist es freigeschaltet. Ja, großartig. Wer steht denn da? Bist du der schwarze Peter? Du bist der schwarze Peter? Bist du der, den man schwarzer Peter nennt? Ja, das bin ich. Was willst du? Wo kommst du her?
Ich bin überall zu Hause. Aber vor allem dort, wo etwas los ist und wo man ein paar Groschen machen kann. Erinnerst du dich an Svatopluk, den Sohn des Samopescher Schmieds? Wie könnte ich das nicht? Er hat mich geschlagen und an meiner Stadt gewonnen. Das passiert nicht oft. Tags darauf fand man seine Leiche. Ich habe davon gehört. Natürlich vermutet jeder, ich sei der Schuldige. Aber ich bin ein Mann von Ehre und schwöre, dass ich nichts damit zu tun habe. Hast du eine Ahnung, was ich zugetragen haben könnte? Hör zu, Junge. Das ist mir ein Rätsel wie jedem anderen auch. Er war ein feiner Kerl und ein zäher Gegner. Er hat redlich gewonnen und das respektiere ich. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, was passiert ist. Ich bin Heinrich aus Scarlets. Ich nehme auch am Turnier teil. Ach ja? Ich hoffe, du kannst was. Das Turnier braucht erfahrenere Kämpfer. Scarlets, sagst du. Hab gehört, was dort passiert ist. Unser Königreich durchlebt schwierige Zeiten, so viel ist sicher. Irgendwas ist komisch an dem guten Mann. Denn wer ein redlicher Kämpfer ist und viel auf Ehre hält, der sieht nicht so aus und nennt sich Schwarzer Peter und hat dann so eine schwarze Tunika an. Nein, 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 nein. Sind das alles die Kämpfer, die teilnehmen wollen? Kannst du mir etwas über die früheren Turniere von Herrn Hanusch sagen? Gewiss doch. Schließlich habe ich jedes einzelne geleitet. Was willst du denn wissen? Weißt du etwas über den Kämpfer, den man Schwarzen Peter nennt? Er ist ein ziemlich zäher Bursche. Kaum jemand in der Provinz kann ihm das Wasser reichen. Wäre Svatopluk nicht gewesen, wäre er wohl unbesiegt. Hochnäsig ist er. Aber eigentlich steht es mir nur zu, über das Kampfgeschick der Teilnehmer zu urteilen. Der Samopescher Schmied hat vom mysteriösen Tod seines Sohnes Svatopluk erzählt. Weißt du, was ihm widerfahren ist? War eine traurige Sache. Erst gewinnt er das Turnier und dann holt ihn der Allmächtige zu sich. Alle haben ihn gemocht. Wir waren ziemlich aufgebracht, weil man nie herausgefunden hat, was passiert ist. Mysteriös, wie du gesagt hast. Könnte der schwarze Peter Svatopluks Mörder sein? Schon etwas merkwürdig, dass er an dem Tag starb, als er ihn besiegte. Das kam auch anderen in den Sinn. Aber wie soll das passiert sein? Für seine Schuld gibt es keinerlei Beweise. Ja, das ist richtig, aber wir brauchen auch keine Beweise, um die Schuld von jemandem festzustellen. Also, wir sind ja Heinrich. Ich möchte am großen Turnier teilnehmen. Komm morgen früh in den Hof der oberen Burg und ich schreibe dich gerne ein. Hier und jetzt kann ich dir diesen Gefallen nicht tun. Und vergiss nicht, 60 Groschen mitzubringen. Oh, ob wir uns das leisten können, das weiß ich nicht. Nee, das könnte eng werden. Ich futter mal eben noch was, bevor unsere Sattheit runterfällt. Ja, und dann, oh, guck mal, wie schön das jetzt hier auch. Und das sind alles Kämpfer, die beim Turnier mit teilnehmen wollen, oder? Das sind jetzt nicht, ach, guck mal, Kolda von Turme, Stefan aus Dworetz, hier haben wir noch einen Wächter, und wer sitzt da drüben noch? Menhard aus Frankfurt, ja Mensch, das erkennt man auch an den Farben hier, glaube ich, ne? Das sind doch, glaube ich, Frankfurter Farben. Jira der Bückling, oh, und Oldig der Freier. Da sitzen da mal eben der Bückling und der Freier. Da möchte ich eigentlich keine weiteren Worte zu verlieren. Das erübrigt sich und ergibt sich von selbst. Gut, ich stehe mal einfach hier rum. Ganz creepy bis morgen früh um 8. Energie haben wir noch genug, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Der Heinrich, der kontempliert jetzt einfach so ein bisschen vor sich hin und starrt in die Gegend. Dann verliert er nämlich nichts. Und dann werden wir ja wahrscheinlich auch gegen den Schwarzen Peter antreten müssen, ne? Das heißt, natürlich, Heinrich wird das Turnier gewinnen. Außer da sind jetzt irgendwelche Kämpfer, die besser sind als 12 Banditen gleichzeitig. Dann könnte es schwierig werden, glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Und dann werden wir mal gucken, ob mit uns das gleiche passiert wie mit dem Schwarzen Peter. Mit dem Svamopluk oder wie auch immer er hieß. Ich habe den Namen des Sohnes schon wieder vergessen, es tut mir leid. Ja, sorry, es ist jetzt auch nicht so schlimm. So, jetzt muss er erstmal eine halbe Stunde laden, weil hier wahrscheinlich die Hölle los ist. Ich hätte vielleicht nicht direkt im Burghof warten sollen. Vielleicht keine gute Idee gewesen, na gut. Boah, wenn das Spiel jetzt abstürzt, dann raste ich aus. Aber das glaube ich nicht. Also wir hatten es ja schon mal, dass wir relativ lange Ladezeiten hatten. Kann natürlich sein, dass jetzt einfach wirklich relativ viel noch vorbereitet werden muss oder vielleicht auch eine Zwischensequenz reingeladen wird oder jede Menge Besucher noch dazukommen, die jetzt hier rumstehen und dass er deswegen so viel lädt. Ich lasse jetzt einfach mal den Schnelldurchlauf laufen. Wir sehen uns gleich wieder. Der Schnelldurchlauf. Er hat funktioniert. Ach, guck mal, da wird schon ordentlich gekämpft. Oh.
Ah, das gefällt mir. Das gefällt mir. Ich möchte mitmachen. Ich möchte am großen Turnier teilnehmen. Gerne, sofern du das Startgeld aufbringen kannst. Gemäß Herrn Hanuschs Regeln sind das pro Wettstreiter 60 Groschen. Jupp, das kann ich zahlen. Sicher? Hier, bitte. Wie heißt du? Heinrich aus Galitz. Gut, ich halte das fest. Und ich muss wissen, welche Waffe du willst. Natürlich das Langschwert. Das Langschwert. Damit kämpfe ich am besten. Gut, mach dich bereit. Du kommst als nächstes. So, wir bekommen Ausrüstung gestellt. Ist jetzt die Frage, müssen wir die manuell anziehen oder wird das einfach jetzt umgestellt für uns, dass wir da gar nichts mehr machen müssen? Ich glaube, es wird einfach umgestellt. Na gut. Der erste Wettstreiter ist Jira aus Benneschau, genannt Bückling, der sich als Söldner verdingt. Und mit ihm im Kampfe misst sich Heinrich aus Galitz, aus dem Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Guck mal, da oben steht der Hanusch. Den Wettstreitern Glück. Der schaut zu. Das finde ich cool. Die Streiter haben den Kampfplatz betreten. Der erste Zweikampf möge beginnen. Und alle. Schlagabtausch mit Langschwertern. Langschwertern. Und alle erstmal willkommen, Heinrich. So, hast du schon mal den ersten Schlag abbekommen, dann weißt du, was dir blüht. Ich glaube nicht. Es gibt ja auch Regeln hier. Ach, ich glaub, guck mal, wir haben, glaube ich, auch die gleiche Ausrüstung jetzt wie er. Wir sehen nämlich zumindest ähnlich aus, wenn ich da meine Arme richtig einschätze. Komm, das ist doch kein Gegner. Sieg! Sieg für die Ehre! So, da haben wir schon mal den ersten besiegt. Oh, es geht direkt weiter. Der Kampf wird gewiss nicht weniger spannend. Er könnte schon den Sieg bedeuten. Uns erwartet ein harter Kampf mit Axt und Schild. Moment mal, ich muss auch mit Axt und Schild kämpfen? Oh nein! Ich hätte alle Waffen trainieren sollen. Das ist jetzt gerade nicht so gut. Weil mit der Axt kann ich überhaupt nicht umgehen. Und mit Schilden habe ich jetzt auch schon Ewigkeiten nicht mehr gekämpft. Aber gut, wir sollten das eigentlich hinbekommen. Da ist wieder von Vorteil, dass unsere allgemeinen Kampfskills eigentlich ziemlich gut sind. Dass wir uns da nicht so viele Sorgen machen müssen. Oh. Und der Herr Hanusch, der steht echt die ganze Zeit da oben und guckt zu. Das finde ich sehr angenehm. Ist wie so ein Burgherr, der eben jetzt sich angucken möchte, wie das Turnier vor seinen Türen verläuft. So, jetzt habe ich ihn. Ja! Mit seinem Sieg in dieser Runde hat er seine Kampffertigkeiten unter Beweis gestellt und erreicht die nächste Runde des Rataya-Turniers. Ja, da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, wir müssen gegen den Schwarzen Peter nicht mit irgendwelchen Waffen antreten. In dieser Runde beweisen seinen Mut Kolder vom Turme, Büttel des Rataya-Vogts. Und auf ihn trifft Heinrich aus Galitz, aus dem Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Wünschen wir den Wettstreitern Glück. Dieser erste Kampf wird uns ein Höchstmaß an Unterhaltung bieten. Es wird ein Schlagabtausch mit Langschwertern. Mit Langschwertern. So, und wir haben wieder die gleiche Ausrüstung wie er, nur dass wir eben einen anderen... Oh Gott, der legt aber schon ganz schön los. Nur dass wir eben einen anderen Wappenrock anhaben als er, weil wir sind ja keine Rataya-Wache. Ich glaube, wir haben einen Skalitzer Wappenrock an. Nö, ich glaube nicht. Also, das ist jetzt alles andere als am Arsch, würde ich sagen. Außerdem, was benutzt du hier so Wörter? Da fällt das direkt einfach auf die Mütze hier. So, ich glaube, dann ist der Kampf auch schon beendet. Au. Okay, einmal hat uns noch erwischt. Das soll ihm gegönnt sein, aber jetzt ist, glaube ich, auch Feierabend. Ja. Heinrich aus Galitz. Ja! Man muss ja mal ein bisschen Epiken das hier reinbringen. Der Kampf wird gewiss nicht weniger spannend. Er könnte schon den Sieg bedeuten. Die Teilnehmer werden sich mit Kriegshammer und Schild bekämpfen. Ach, ich muss wieder gegen den gleichen antreten, nur mit anderen Waffen jetzt. Ich verstehe.
Jesus Christus? Nee, der ist woanders, glaub mir. Der hat hiermit... Aua, aua, aua. Der hat hiermit tatsächlich rein gar nichts zu tun, der gute Mann. Aber ich bin dein Gegner, nicht Jesus Christus. Das ist natürlich eigentlich eine fiese Taktik, den hier in der Ecke einzusperren. Und dann so lange auf ihn einzudreschen, bis er eben wirklich keine Ausdauer mehr hat. Ne? Das ist, wir haben einfach mehr Ausdauer. Das ist der große Vorteil, den wir an der Sache haben. Wir können viel häufiger zuschlagen als die meisten Gegner und die meisten Kontrahenten, die wir haben. Und wir halten natürlich auch mehr aus, dadurch, dass unsere Stärke eben auch auf 20 ist. Ist das natürlich nochmal eine ganz... Ah, ganz andere Geschichte. Ja! Mit seinem Sieg in dieser Runde hat er seine Kampffertigkeiten unter Beweis gestellt und erreicht die nächste Runde des Rataia-Turniers. Ich frage mich gerade, gegen wie viele Leute müssen wir denn insgesamt antreten? Gegen alle? In dieser Runde beweist seinen Mut der Sieger vieler früherer Turniere und auch heute zugegen Peter, genannt der Schwarze Peter. Und ihm steht gegenüber Heinrich aus Galitz, aus dem Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Wünschen wir den Wettstreitern Glück. Dieser erste Kampf wird uns ein Höchstmaß an Unterhaltung bieten. Es wird ein Schlagabtausch mit Langschwertern. Mit Langschwertern. So, erstmal auf die Mütze. Oh. Oh, 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 wir haben es mit einem Gegner zu tun, der weiß, was er tut. Zumindest grob, aber er wird auch nicht besser sein, ehrlich gesagt, als die meisten Banditen-Oberhäupter. So. Ja. Er versucht es zumindest, das finde ich sehr löblich von ihm. Aber ganz ehrlich, auch so ein Schwarzer Peter ist für uns einfach kein Gegner. Zumal, wenn wir ihn wieder hier in die Ecke drängen und dann ordentlich auf ihn eindreschen, weil er den Sohn umgebracht hat. Na? Heinrich aus Galitz! Ja! So, nächste Runde. Oh, guck mal, wie er aussieht. Für den nächsten Kampf zu wählen. Uns erwartet ein harter Kampf mit Axt und Schild. Herrgott! Na, kennst du schon, ne? Die Ecke kennst du schon, oder? Na, noch hat er Ausdauer. Müssen wir ein bisschen runterpacken, die Ausdauer. Dann wieder hier schön in die Ecke einsperren. Und ihn dann so richtig vermöbeln dafür, dass er arme, kleine Schmiedesöhne umbringt. Ich bin auch ein Schmiedesohn. Heinrich aus Galitz. So viel dazu. Ja! Hochverehrte Edelleute und Bürger, dies war der letzte Kampf des heutigen Rataia-Turniers, für das wir alle Herrn Hanusch von Leiper unseren Dank schulden. Der Ruhm gebührt dem Sieger Heinrich aus Galitz. Waffenknecht im Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Unser gütiger Herr Hanusch wird ihm seinen Preis übergeben. Na, dann komm mal runter. Tja, haben wir das Turnier noch mal eben gewonnen. So, da kommt er. Hol dir den Preis ab. Keine Sorge, guter Mann, ich komm hoch. Du musst dich nicht ganz runter bequemen. Ach komm, so alt bist du auch noch nicht. Oder lass mir ihn mal nach... Guck mal, die verlassen alle schon den Platz. Könnt ihr bitte mal bleiben, bis ich meinen Preis hab? Es ist ja wohl die Höhe. Was für ein Spektakel! Hier ist deine hart verdiente Belohnung. Hab Dank, Herr Hanusch. Alles Gute. Dankeschön. Panzerhandschuhe des Rataia-Adels. Ich hab so die Vermutung, die sind nicht unbedingt die Besten. Oh Gott, sie sind nicht die Besten. Fein gearbeitete Plattenhandschuhe, die Herr Hanusch eigens für den Gewinner des Rataia-Turniers als Preis anfertigen ließ. Ja, aber er hat sich leider lumpen lassen, denn sie sind schlechter als die edlen Panzerhandschuhe und sehen auch noch ein bisschen schäbiger aus. Ja, es ist eine schöne Trophäe, die wir uns irgendwo mal an die Wand hängen können. Allerdings, naja, jetzt nicht unbedingt so das, was ich erwartet hatte. Ich hatte irgendwie mal ein besonderes Schwert oder sowas erwartet. Das wäre schön gewesen. Du bist auch ein Teilnehmer, ne? Genau, der Freier. Und ansonsten haben sich die meisten jetzt schon von dannen gemacht. Ja, aber dann haben wir jetzt Turniere gesehen. Und so wie ich das jetzt mitbekommen habe, werden jetzt jeden sieben Tage Turniere abgehalten. Und wir können jede 7 Tage an diesen Turnieren teilnehmen. Ich glaube, es wird keine besondere Belohnung mehr geben. Wobei, das müssten wir in Erfahrung bringen. Boah, unsere Rüstung sieht massiv schlecht aus. Es wird, glaube ich, keine besondere Belohnung mehr geben, aber halt immer Geld und immer ein bisschen Erfahrung eben in den Kampffertigkeiten, wie zum Beispiel Axt oder Streitkolben, was wir ja aktuell noch gar nicht hochgepusht haben.
Ist eine ganz schöne Sache. Es ist ein kostenloses Add-on gewesen. Also das kam für jeden mit, egal ob er das Add-on mit Hans Capon gekauft hat oder nicht. Das wurde zum gleichen Zeitpunkt released. Ist eine schöne Sache. Ist besonders, wenn man das Spiel, glaube ich, von Anfang an nochmal spielt und dann die Turniere einfach immer mitnimmt, kann man damit bestimmt ein paar angenehme Münzen mitnehmen. Gefällt mir sehr gut. Hat mir auch sehr gut gefallen vom Stil her, dass mal verschiedene Waffen gefragt sind, dass es eben auch mal Sinn macht, vielleicht auch andere Waffen zu trainieren. Oh, du machst mich ganz verrückt! Zu trainieren, wollte ich sagen. So, da schreit sie mir einfach ins Ohr, während ich hier langlaufe. Jetzt muss ich mal gerade die Rüstung reparieren lassen, ganz dringend sogar. Ich kann dir zu Diensten sein. Wobei sich mir natürlich noch die Frage stellt, wenn ich denn so ein Turnier gewinne, steigt dann auch mein Ruf in Ratai? Ich glaube, der war aber schon beim Anfang, war der am höchsten, ne? Ratai, 90. Ja, Samopech 80, 73. Gut, aber wir haben ja jetzt effektiv nichts rausgefunden, ne? Tote reden nicht, sag dem Schmied, was du rausgefunden hast. Ich hab nichts rausgefunden. Wir haben nur Indizien. Wir können nur sagen, ja gut, der schwarze Peter hat gesagt, er war es nicht. Also müssen wir davon ausgehen, er war es nicht. Es ehrt mich, dass du zu mir kommst. Ja, das glaube ich. Ich bin der Sieger des Turniers. Das möchte ich nur nochmal festgehalten haben. Dankeschön für die Reparatur. Jetzt werden wir es nochmal ganz schnell waschen. Und dann werde ich Folgendes machen. Dann mache ich ein ganz kleines Folgenpäuschen. Und werde währenddessen mal unser Pferd wieder leer machen und den ganzen Mist hier beim Schmied verkaufen. Dann haben wir nämlich noch mehr Geld in der Tasche, das wir nie wieder brauchen werden. Aber ohne auch nicht. Ja, du mit deinem Brot. Und das werde ich aber jetzt nicht ins Spiel schneiden, sondern das schneide ich raus. Das heißt, wenn wir das nächste Mal starten, haben wir die Verkaufsaktion schon hinter uns und wir können uns getrost wieder auf den Weg nach Samopech machen, um dort dem Schmied zu sagen, was wir rausgefunden haben. Na gut, wir haben Turniere gesehen. Ich glaube, mehr als einmal muss ich da jetzt auch nicht teilnehmen. Macht wahrscheinlich mehr Sinn, wenn man das Spiel ganz von Anfang nochmal durchspielt, da die Turniere einfach mitzunehmen. Ist trotzdem, gefällt mir sehr gut. Haben sie sehr gut umgesetzt. Ist auch sehr schön da oben eingerichtet mit der Arena. Das haben sie schon. Das passt zum Stil des Spiels. Es ist sehr angenehm. Und da extra auch nochmal neue Kämpfer eingeführt. Einen aus Frankfurt. Juhu. Ja, ist ja wundervoll. Na gut. Viele Grüße nach Frankfurt. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen erstmal und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir die traurige Kunde überbringen, dass wir nichts hatten rausfinden können. Und bis dahin sage ich einfach mal Tschüss.